Servus, liebe Trader. Dauerläuferaktien haben zu Recht einen guten Ruf bei den Aktionären. Wir sehen das hier am Chart von Progressive Corporation, einem der führenden US-Versicherungskonzerne. Und seit Jahren geht es hier wie an der Schnur gezogen nach oben. Auch jetzt im schwachen Marktumfeld notiert die Aktie immer noch im Bereich des Hochs. Und mit der TraderFox Software lassen sich gezielt solche Dauerläuferaktien identifizieren. Welche Eigenschaften haben sie überhaupt? Nun, wie man schon sieht, sie steigen stabil an und können den Markt auch langfristig schlagen. Gleichzeitig liefern sie eine gute Mischung aus Rendite und geringen Rücksetzern. Auch hier sieht man, die Aktie ist zu keinem Zeitpunkt wirklich stark eingebrochen. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr auch weitere spannende Kandidaten für neue Long-Manöver finden könnt. Das Ganze machen wir mit unserer Screening-Software Aktien Rankings, die mit dem Morningstar-Datenpaket genutzt werden kann. Wir klicken hier einfach auf Templates drauf, können hier auch vorgefertigt das Screening Dauerläufer-Aktien finden. Es gibt dann nochmal gesondert eins für den europäischen Markt. Das Standard-Screening bezieht sich hier auf den US-Markt. Hier wird alles auch nochmal erklärt. Wie finden wir diese Aktien überhaupt nun? Wir sagen, ein stabiles Kurswachstum ist in diesem Fall wichtig. Und da wird nichts anderes gemacht, als eine Regressionsgerade in den Chart hineinzulegen und danach zu sehen, wo sind nicht große Abweichungen von dieser Gerade vorhanden, sondern wo fallen sie eben nur gering aus. So haben wir diese stabil steigenden Kurse. Und zusätzlich wird auch der Indikator Monkey Trader genutzt, wo einfach verschiedene Käufe zu beliebigen Zeitpunkten simuliert werden. Und da gibt es bestimmte Aktien, wo man auch mit diesen zufälligen Trades hohe Trefferquoten aufweisen kann. Ich klicke mal auf Laden. Dann befüllen sich alle Kriterien. Ich klicke hier unten dann nochmal auf Scannen, um die Treffermenge auch ausgewertet zu bekommen. Und dann sehen wir zum Beispiel, dass wir jetzt von den 1000 volumenstärksten US-Aktien, die da berücksichtigt werden, noch 338 Titel bekommen. Und eingeschränkt wird das Universum dadurch, dass auf Sicht der letzten 10 Jahre ein durchschnittliches jährliches Wachstum, also ein Kursanstieg von 12% vorausgesetzt wird. Also etwa ein Drittel dieser Aktien kann dieses Kriterium auch erfüllen. Wir finden hier auf Rang 1 gleich wieder unsere Progressive Corporation, die wir gerade gesehen haben. Da sehen wir, die durchschnittliche Jahresperformance liegt auf Sicht der letzten 10 Jahre bei über 20%. Und gemessen auch mit dem stabilen Kurswachstum, dem Monkey Trader Indikator, gibt es hier den derzeit höchsten Gesamtscore. Es gibt aber noch weitere spannende Titel, die jetzt gerade auch die Trendfortsetzung wieder vorbereiten, wie zum Beispiel eine Booz Allen Hamilton, die gefällt mir hier gerade ganz gut. Wir können uns das auch am Trading Desk immer genauer ansehen, wenn wir hier einfach auf den Namen der Aktie draufgehen. Ich kann den Chart hier größer machen und da sehen wir auch recht gut, dass die Aktie gerade den Big Picture Breakout auf ein neues Allzeithoch vorbereitet. Wir können auch nochmal ganz groß nachschauen, auch da ganz eindeutig erkennbar ein schöner Dauerläufer auf Sicht der letzten Jahre. Und ja, der Breakout könnte jetzt hier im schwachen Marktumfeld gestartet werden. Das Unternehmen ist ein führender IT-Dienstleister, der sich vor allem auf Regierungskunden spezialisiert hat. 47% der Einnahmen stammen da zum Beispiel aus dem Verteidigungsbereich, Kunden wie die Navy, Air Force, bedient werden auch Organisationen wie die NASA. Weitere 20% der Erlöse stammen dann zum Beispiel von Geheim- und Nachrichtendiensten. Und ja, jetzt natürlich durch die geopolitischen Spannungen läuft das Geschäft sehr gut. Man fokussiert sich darauf, Cyberbedrohungen besser verhindern zu können. Und ja, der Auftragsbestand auch zuletzt wieder um knapp 7% gewachsen auf etwa 28 Milliarden Dollar. Hier eine sehr spannende Aktie, eine Qualitätsaktie auch, die jetzt hier den Breakout wieder vorbereitet. Und auch in den letzten Tagen sieht man sehr schön relative Stärke gegenüber den schwachen Indizes. Die Aktie will hier aktuell, wie es scheint, nach oben rausziehen. Ja, Qualitätsaktie habe ich gesagt. Wie kann ich das zum Beispiel überprüfen? Nehmen wir da vielleicht noch kurz einen anderen spannenden Kandidaten her, wie eine Eli Lilly. Auch da sehen wir zuletzt einen schönen Pivotal News Point nach positiven Studiendaten vom Konkurrenten Biogen. Da gab es nämlich interessante Daten zum Alzheimer-Medikament, das Biogen entwickelt, und mit Donanemab hat auch Eli Lilly ein solches ähnliches Präparat in der Pipeline, das gerade getestet wird. Jetzt spielt der Markt mehr oder weniger die Annahme, dass auch Eli Lilly hier positive Studiendaten vorlegen wird. Und erst am Donnerstag gab es dann auch nochmal den Fast-Track-Status für Tirzepatid. Das ist ein Medikament gegen Adipositas, also Übergewicht, was sich dann auch positiv auf das Umsatzwachstum auswirken könnte.
Und ja, wenn wir auch das hier jetzt genauer überprüfen wollen, können wir entweder das Chartbild wieder öffnen, wir können aber auch das Unternehmen genauer analysieren, wenn wir hier auf die Is in der Aktie draufklicken. Da sehen wir dann zum Beispiel auch, dass hier eine spannende Wachstumsaktie mitunter auch zu finden ist. Also generell die Biotech- und Pharmawerte in diesem Umfeld ja jetzt auch wieder gefragt. Gerade bei einer drohenden Rezession fließt das Kapital in diese defensiven Werte hinein. Und auch hier sehen wir sofort Chartbild der letzten 10 Jahre. Sehr starker Kursanstieg. Die Aktie ist da gekommen von etwa 50 Dollar, notiert jetzt bei 341 Dollar wieder im Bereich des Allzeithochs und dürfte auch auf Sicht der nächsten Jahre stark wachsen. Wir sehen hier die Gewinnerwartungen für dieses Geschäftsjahr, ein Gewinn je Aktie von 8 Dollar in etwa, der dann bis 2024 schon auf 12,3 Dollar je Aktie ansteigen dürfte. Qualitätsaktie habe ich auch gesagt, auch da kann ich einfach auf die Visualizations klicken, sehe dann hier zum Beispiel den Qualitätscheck. 12 von 15 Punkte gibt es auch hier. Wenig überraschend läuft es hier sehr gut, auch bei der Kursentwicklung und Volatilität. Das passt ja auch zum Screening, das wir hier durchgeführt haben. Und ebenso kann ich zum Beispiel auch Booz Allen Hamilton überprüfen, indem ich hier zum Beispiel einfach den Namen der Aktie oben eingebe. Da gibt es aktuell sogar 14 von 15 möglichen Punkten. Derzeit gibt es da einige sehr spannende Titel, die man hier auch im schwachen Marktumfeld im Blick behalten sollte. Mit diesem Screening könnt ihr diese Dauerläuferaktien optimal finden. Alles, was ihr braucht, wie gesagt, ist das Morningstar-Datenpaket. Die Infos zu den Produkten findet ihr auf home.traderfox.com. Auch da könnt ihr euch direkt hin verlinken lassen von diesem Tool aus und dann bei den Applikationen nochmal alle Infos zum Abo, zum Add-on finden. Für 19 Euro im Monat ist es erhältlich. Ihr habt Zugriff nicht nur zu Aktienrankings, sondern zum gesamten Aktienterminal, Aktienportfolio oder auch TraderFox Paper, unserem digitalen Kiosk, wo ihr euch solche Screenings als PDF täglich aktualisiert auf Smartphone zum Beispiel zuschicken lassen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Screenen und dann viel Erfolg mit euren Trades.